Wir wissen noch nicht viel über Omikron, aber über das, was wir wissen, darüber können wir jetzt reden. Ich bin via Skype mit Florian Kramer verbunden, Virologe und Impfstoffforscher am Mount Sinai Hospital in New York. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lorenz. Herr Professor Kramer, Bundeskanzler Nehammer hat vergangene Woche von einer Atempause in der Pandemie gesprochen. Nun sehen wir diese Omikron-Welle auf uns zurollen. Ist die Atempause schon wieder vorbei? Ja, leider, glaube ich, ist die Atempause relativ schnell wieder vorbei. Was jetzt leider eine sehr blöde Situation ist, aber ich glaube, dass die Omikron-Welle auf uns zurollen wird, auch in Österreich. Vielleicht ein bisschen verzögert, weil wir eben jetzt einen Lockdown hatten. Aber grundsätzlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das recht schnell kommen wird. Schauen wir vielleicht mal auf die Dimension, von der wir jetzt sprechen. Wir sehen aus den Daten aus den USA bzw. vor allem aus den europäischen Daten Großbritannien, Dänemark, Norwegen, dass sich die Zahl der Neuinfektionen in 3 bis 4 Tagen verdoppelt. Wir haben heute Prognosen gesehen für Österreich, dass schon Anfang Jänner wieder 16.000 Neuinfektionen gemeldet werden könnten. Ist das realistisch? Ist das das, worauf wir uns einstellen müssen? Ja, ich glaube, das ist leider realistisch. Das kommt ein bisschen auf die Maßnahmen drauf an, die man setzt. Aber man sieht jetzt mittlerweile in einigen Ländern Verdopplungszeiten von 1,8 bis 2,2 Tagen. Also das Virus verbreitet sich um einiges schneller als Delta und wird wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen in einigen Ländern Delta verdrängen oder zumindest stärker verbreitet sein als Delta. Aber wohin führt denn das? Wenn wir 16.000 Neuinfektionen Anfang Jänner hätten, wo stehen wir denn dann im Februar? Das sind ja dann 100.000 oder mehr. Ja, es ist jetzt schwer vorherzusagen, wie weit das raufgehen wird, wie man das aufhalten kann. Das sind dann zwar ein paar Länder voraus, das heißt, man wird in anderen Ländern sehen, wie weit die Welle raufgeht. Vor allem in Südafrika hat es recht früh angefangen, da sieht man, dass es nach wie vor raufgeht. Wir wissen nicht, wo das Maximum ist. Wir sehen nur, dass es eine sehr starke Zunahme gibt. Und auf das muss man sich jetzt leider vorbereiten. Das kann sein, dass das, wie gesagt, in einigen Ländern schwerer oder schlimmer ausfällt als in anderen. Aber ich würde davon ausgehen, dass das auch in Österreich der Fall sein wird. Jetzt versucht man in Österreich, die Ausbreitung von Omikron mit sehr strengen Quarantäneregeln einzudämmen. 14 Tage auch für 3-mal Geimpfte, auch für Genesene und zwar ohne Freitestmöglichkeit. Wir haben in Wien eine Schule, die komplett gesperrt wurde, wegen, das ist nicht ganz klar, 1 bis 3 Fällen. Ist das aus Ihrer Sicht ein aussichtsreicher, ein wirkungsvoller Weg? Die Frage ist, wie wirkungsvoll es wirklich ist. Man kann es wahrscheinlich abbremsen, wenn man die Maßnahmen wirklich so durchzieht. Das ist oft das Problem, dass man Maßnahmen setzt, aber dass sie dann in der Realität nicht umgesetzt werden. Aber ich glaube, man kann damit vielleicht die Geschwindigkeit etwas drücken. Grundsätzlich, global gesehen, schaut es mit Omikron nicht besonders gut aus. Auch wenn man Maßnahmen setzt, kann man es vielleicht die Welle etwas langsamer machen, aber ich glaube, dass das trotzdem auf uns zukommt. Schauen wir auf den Schutz weiter. Beginnen wir mal mit der Boosterimpfung, also dieser dreifachen Verabreichung eines Impfstoffs. Man hört jetzt, dann sei man zumindest vor einem schweren Verlauf geschützt. Wie valide ist denn das? Naja, ich glaube, das ist sogar ein bisschen besser, was den Schutz betrifft. Wir haben erste Daten aus Großbritannien. Die Daten, weil sie eben auf wenigen Datenpunkten beruhen, sind noch recht unsicher. Aber die haben auch gesehen, dass es nach einer Boosterimpfung, also wenn man zum Beispiel das AstraZeneca 2-mal bekommen hat und dann eine mRNA-Boosterimpfung oder wenn man die dritte mRNA-Boosterimpfung bekommt, dass es da dann schon wieder zu einem Schutz von etwa 70-75% gegen symptomatische Erkrankungen kommt. Also das ist eigentlich ein recht guter Schutz, da sollte man nicht drüber hinwegsehen, das ist ganz gut. Die Frage ist nur, wie lange wird das nach dem Booster anhalten, wird das wieder runtergehen? Das ist jetzt der Schutz vor symptomatischen Infektionen. Wie gut der Schutz gegen schwere Infektionen sein wird, das weiß man noch nicht. Da gibt es wirklich noch nicht genügend Daten und schwere Infektionen, das dauert meistens länger, bis man da wirklich Daten dazu hat. Das kann man nicht am Anfang sagen, wenn eine Variante auftaucht. Aber die Vermutung ist, dass ein guter Schutz vor schweren Verläufen in eigentlich allen Leuten bestehen wird, die eine Grundimmunität haben. Jetzt gibt es ja Gruppen, die noch gar nicht geboostert werden können, weil sie gerade eben erst den zweiten Stich bekommen haben. Zum Beispiel viele Kinder, für die ist ja die Impfung erst seit kurzem zugelassen. Wie schaut es denn bei denen aus?
Auch da haben wir noch zu wenig Daten. Also Kinder haben grundsätzlich weniger, nicht kein Risiko, sondern etwas weniger Risiko als Erwachsene, vor allem ältere Erwachsene, wenn sie sich infizieren. Und da kann schon sein, dass jetzt diese Grundimmunität, die eben durch zwei Impfungen entsteht, durchaus gut genug ist, um Erkrankungen, vor allem schwere Erkrankungen, komplett zu verhindern. Das ist Spekulation im Moment. Da braucht man auch Daten. Ich nehme aber an, dass die Daten aus Großbritannien vielleicht bald da sind. Das Problem in Großbritannien ist, dass die Kinder nicht unbedingt vorrangig geimpft haben. Also mal schauen. Aber wie gesagt, da braucht man jetzt Daten. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste wäre mal, dass man Leute, die grundsätzlich großes Risiko haben, schwer zu erkranken, wirklich überzeugt davon, dass sie sich ein drittes Mal impfen lassen. Und man sollte es auch der Bevölkerung nahelegen, dass wer noch nicht dreimal geimpft ist, das machen soll. Wir sollten uns nach wie vor auch bemühen, dass wir die Leute, die noch nicht geimpft sind, dazu bringen, dass sie sich impfen lassen. Kurz zum Schluss noch, wenn die Mutation eine sogenannte Fluchtvariante ist, die Impfung also unterlaufen kann, dann werden wir wohl eine angepasste Impfung brauchen, also eine weitere Boosterimpfung, die auf diese Variante spezialisiert ist. Wie lange kann es denn dauern, bis man diesen angepassten Impfstoff entwickelt? Einige Firmen, die mRNA-Impfstoffe herstellen, haben schon angekündigt, dass sie daran arbeiten. Ich glaube, Moderna hat angekündigt, dass die da vielleicht im März liefern könnten. Da muss man aber aufpassen. Die können vielleicht im März Material haben. Das ist aber jetzt eine Frage, wie die europäischen Zulassungsbehörden oder in den USA die amerikanischen Zulassungsbehörden damit umgehen, dass die Sequenz der RNA geändert wurde, dass da jetzt ein anderes, etwas anderes Antigen, ein etwas anderes Spike-Protein hergestellt wird. Das macht man bei einem anderen Impfstoff, beim Influenza-Impfstoff, und da wird eben der Stamm ausgetauscht, ohne dass man dann wirklich klinische Studien durchführen muss. Es wird natürlich am schnellsten gehen, aber die Entscheidungen liegen jetzt wirklich bei den Zulassungsbehörden. Aber ich glaube, wenn man sich die Zuwachsraten anschaut mit Omikron, dass der Hauptteil dieser Omikron-Welle, die da anscheinend auf uns zukommt, wirklich passieren wird, oder dass der Großteil der Welle vorbei sein wird, bevor wir da eine Omikron-spezifische Impfung bekommen werden, leider. Aber ich glaube, das ist realistisch. Sagt Florian Kammer in einem Interview, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben.